Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Die Natur Rollenspiel- könnte und selbst hier Baldur's Einzug finden, Gate-Freunde. wenn der Ort nur Zu gereinigt und das Baldur's Gate. Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja, zu Baldur's Gate 2 Shadow of Arm. Wir sind immer noch im Stadtdungeon, immer noch auf der ersten Ebene. Wir sind ja bis jetzt nicht arg viel vorwärts gekommen, wobei wir haben schon einiges von der ersten Ebene abgedeckt. Allerdings noch nicht alles. Und das Schöne in Baldur's Gate 2, es gibt auch Wegmarkierungen jetzt. Im Gegensatz zum ersten Teil. Keine große Herausforderung. So, wir gehen jetzt erstmal hier aus der Bibliothek raus und weiter. Oh, ach ja, ich möchte mich entschuldigen für die erste Aufnahmesession, wo die Charaktere geflackert haben. Das ist mir erst nach der Aufnahme beim Schneiden aufgefallen. Da sind gerade die Dialogen irgendwie die Charaktere angefangen haben rumzuflackern. Ich weiß echt nicht, von was das gekommen ist. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen vom Spiel und meinem Aufnahmeprogramm rumgebastelt und geguckt, ob es besser wird und es auch mal ausprobiert. Es ist dann nicht mehr aufgetreten. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch während dieser Aufnahme einwandfrei läuft. Wenn nicht, dann muss ich echt gucken, wo das herkommt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu störend in der ersten Aufnahmesession. Wir hatten ja doch viel Dialog. Gut. Zwerge. Beziehungsweise Dunkeleisen, Dunkelzwerge, also Meine Dürger. Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Aufgepasst, Kumpels, wir kriegen Gesellschaft. Hohe Gefangene. Hier habt ihr den falschen Weg erwischt, das steht fest. Illich und seine Jungs werden euch aufhalten. Illich ist er hier. Wünschte, ich hätte gewusst, was das hier für ein Ort ist. Ich liege mit keinem von euch Dürgers im Streit. Also Dürgers sind Dunkelzwerge, so wie Drow eben Dunkelelfen sind. Jeder, der sich mir den Weg stellt, wird vernichtet. Nein, wir sind gut, wir sagen das Erste. Nur so viel sei gesagt. Dieser Ort ist euer Verhängnis. Wenn der Meister zurückkehrt, werdet ihr tot sein und wir werden belohnt. Auf sie, Kumpels, keine Gnade. Jo. Gut, buffen wir mal. Mit einer göttlichen Macht. Die Dienerin der Natur ist bereit. Du machst meine Rindenhaut auf dich selber, auch wenn das nicht viel bringt. Ihr zeigt mir Ja. wohin und ich schlage zu. Immun. Hau den gleich mal einen Feuerball um den Latz. So, einer ist schon mal tot. Und dann geht gleich meine Hast hinterher. Ich warte. So. Okay. Und Ja. Tierchen beschwören, weil die Dürger, die nehmen wir mal nicht so auf die leichte Schulter. Fort, nun gut. Genau die da. Los, spuck es aus. So, immerhin. Nee, falsch. Das hier. Hau mal dem Oberbacker was auf die Nase. So, die gehen volle Kanne Auf ab. geht's. Dann dem Magier ein paar magische Geschosse. Gleich nochmal. Hat sich schon Ich erledigt. warte. Diese Zwerge, die uns angegriffen haben. Ich habe was über sie gelesen, damals in Kerzenburg, als ihr den Unterricht geschwänzt habt. Ja, und jetzt gehen auch die Dialoge wieder normal. Also ich hoffe, dass wenn ich jetzt die Maus gerade bewege, dass hier nichts rumflackert. Diese Zwerge, die uns angegriffen haben, ich habe über sie gelesen, damals in Kerzenburg, als ihr den Unterricht geschwänzt habt. Dürger, glaube ich. Etwas Böses. Es würde mich also nicht wundern, wenn sie für unseren Entführer arbeiten würden. Das haben sie ja sogar gesagt. Nette kleine Anlage hier unten. Der hat hier alles, was er braucht, sogar Schmiede. Er toleriert andere Wesen um sich? Oder sind sie für ihn nur Packesel mit erweiterten Fähigkeiten? Ich bezweifle, dass er sich um mehr Sorgen macht als um die Qualität seiner Messer. Er hat viele Messer. Wir werden wohl ein paar Narben davon bleiben. Scheint bei euch nicht anders zu sein. Als ob ich daran noch erinnert werden müsste. Talisa, es ist mir egal, welche Kräfte dieser Kerl glaubt, in euch wecken zu können. Er ist krank. Durch und durch krank. Wir sollten nie mehr zurückblicken.
Nein. Was immer ihr wünscht. Sollten wir auch nicht. So. Ja, und mit Hass sind wir verdammt schnell übrigens. Und ja, bei mir sehe ich, also Talisa sieht halt gerade komisch aus mit dem Schild wegen dem Leuchten. Ja, was wollte ich gerade? Achso, ja. Die Leichen plündern. Wenn ihr es wollt. Die Lederrüstung dürfte etwas mehr wert sein. Das da nehme ich mal für Yahira mit. Fragt nur. Mist. So. Da kann sie nämlich auch zur Not Fernkampf machen. Minsk ist voll bepackt. Und ja, ich habe mal ein bisschen gespickelt. So gesehen sollten wir gucken, dass wir gerade die Kompositlangbögen und die Armbrüste und so mitnehmen. Weil die Fernkampfwaffen irgendwie mehr wert sind als die Nahkampfwaffen. So, jetzt aber erstmal ihm die magische Rüstung abnehmen. Und diese Eicheln, die sind auch ganz wichtig. Also erst bei Immumin identifiziere das Catnap. Das ist nämlich das Catnap des Todes plus 2. Das ist auch so eine Sache wegen dem Übernehmen von Charakteren in Baldur's Gate 2 jetzt. Von 1. Wir haben nämlich zum einen die goldenen Pantalons. Ups. Zum einen die goldenen Pantalons. Gucken wir mal, dass wir... Gepäck ist voll, ja. Die Streitäxte sind relativ wertlos, deswegen leg mal die ab und nimm die Armbrust. Die Dinger brauchen wir. Geld nehme ich auch gern mit. So, Schleuderkugeln für Yahira. So. Die Pantalons haben wir im ersten Teil damals uns einverleibt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich weiß, wie wir noch ein bisschen was an Dings sparen könnten. So, ein Platz, in dem wir einfach Leuten Zeug irgendwo reindrücken. Wo sie es eigentlich gar nicht brauchen. Ja, die Rüstung. Also was ich sagen wollte, jetzt bin ich schon zum zweiten Mal abgeschwiffen. Die Pantalons und die Rüstung sind aus dem ersten Teil. Und zwar, es kommt immer darauf an, welche Gegenstände man bei sich trägt. Es gibt 3 Kategorien von Gegenständen. Waren es 3 oder 2? Auf jeden Fall 2 oder 3 Kategorien von Gegenständen, in denen jeweils 3 Gegenstände aufgelistet sind. Und aus jeder Kategorie nimmt man den mächtigsten Gegenstand mit in Teil 2, wenn man ihn trägt. Also dabei hat. Oder angezogen hat. Wenn man ihn nur so, wenn man keinen Gegenstand aus der Gruppe hat, wird ein Default-Gegenstand mitgenommen ins zweite Teil. Also da wir die Pantalons hatten, wurden die mitgenommen. Also die Pantalons sind eine Ausnahme. Wir hatten sie ja im ersten Teil. Die Rüstung ist auch ein Gegenstand aus dem ersten Teil, der übernommen wurde. Aber da wir von denen aus der Gruppe eben keinen Gegenstand hatten, der mit übernommen wurde, wurde die Rüstung als Default übernommen. Und das ist eigentlich eine der besten Rüstungen hier gerade für den Anfang. Wie man sehen kann, habe ich jetzt Rüstungsklasse 0. Mit K3. Sollte vielleicht Minsk die lieber anziehen. Jetzt hat er 1. Und Shahira die da. Gut. Jetzt haben wir wenigstens ordentlich Rüstung für unsere 3 Nahkämpfer. Sie kann leider nichts tragen. Ihr könnten wir ein Halsband geben. Oh ja, die Halsbänder können wir halt noch verteilen. Können wir immer in Bögen zuschieben. Fürs Erste.
Bögen und Edelsteine. Die Energiezelle ist eigentlich auch ein Questgegenstand, also nimmst du die mal. So, Minz gibt noch einen Bogen an Imoen ab. Die Bögen sind nämlich auch nicht gerade leicht. Sie ist nämlich jetzt fast schon überladen. Deswegen geben wir ihr noch... Was ist denn nicht schwer? Rüstungsklasse. Gewicht 15 ist zu schwer. Gewicht 7 würde gerade gehen. Oder der Hammer hier, der hat nur Gewicht 6. Genau. So, da ist Imoen nämlich mal vollgeladen. Bei uns geht da noch was rein. Schleudern brauchen wir keine mitnehmen, die sind nichts wert. Schilde bin ich mir gerade nicht sicher. Und ja, wir haben halt wenig Geld, deswegen versuche ich so viel wie möglich von hier mitzunehmen, Schwerter, wie geht. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. So. Du hast nichts Besonderes dabei, dann nimm nur noch eine Rüstung mit. Und wechsel bitte auf dein Schwert wieder. Minsk und ich warte auf eure Zeit bereit. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Oh, Yahira kann sich nicht bewegen, weil sie überladen ist. Das heißt, gib die Rüstungen mal an Minsk. Die Bögen sind halt auch schwer. Die Bögen sind, soweit ich weiß, schwerer als die Armbrüste, gell? Ja. Da gib mal die beiden... das war der falsche Gegenstand, aber gib mal einfach die Bögen rüber. Und weißt du was? Ja, Hira nimmt mal die ganzen Quest und Wertgegenstände, weil die Eicheln sind auch wichtig. Werden wir nachher sehen, will ich jetzt mal nicht vorwegnehmen. So, Minsk ist ganz okay. Wir auch. Imoen auch. Ja. So, dann gucke ich mich mal hier bei den Sachen um. Zeit aufzubrechen. Imoen, such mal nach Fallen. Ich warte. Euer Wunsch. Ja, da ist sehr viel schönes Zeug drin. Nämlich ein Helm, ein Kettenhemd und ein Zweihänder und das. Und Schmieren halt. So, den Helm. An Minsk. Das Schmieren an Imoen. Jo, hat geklappt sogar. Ha, ein stinkendes Loch des Bösen. So, kommen wir hier rein. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Heiltränke. Ja, Bo quiekt ein bisschen. Ein Flegel. Ob ein Flegel... Ich habe ja einen Flegel geskillt, gell? Oder habe ich Streit? Ja, ich habe Flegel genommen, genau. Ich könnte jetzt also theoretisch einen Flegel tragen. Der hat 1W6 plus 1 und ist damit besser als der Hammer. Ich hätte von Anfang an in Flegel packen sollen, ne? Naja, kann man jetzt nicht ändern. Ja, Hira kriegt noch Munition. Hier sind noch zwei. Weil hier hätte ich noch Morgenstern gehabt. Aber den Morgenstern habe ich, soweit ich weiß, nichts reingepackt. Nein, ich habe Flegel, nicht Morgenstern. Flegel ist aber halt auch cooler, wegen Flegel der Jahreszeiten später. Imoen hat bereits einen Kurzbogen, ja. Ist noch irgendwas? Ja, das Fass. Mal sehen, was in dem Fass noch drin ist. Wurfzeug, okay.
Hier waren keine Heiltränke mehr, die habe ich eingesackt. Sollte ich auch ausrüsten. Was möchtet ihr?